Hello, welcome to the show. Der Song, den ich ja schon gerade gespielt habe, ist eine Überraschung. Das ist schon auf der elektrischen Gitarre gespielt, mein Plektrum. Den ist vom Pat Metheny und den heißt Travels. Pat Metheny hat das nächste Album von der Pat Metheny Band, Bright Size Life. Und das ist ein Trio-Opnahme. Du hast ja den Jaco Pastorius im Bass und den Bob Moses auf den Drums. Den Album ist von 1975 an einem deutschen Label ECM rausgekommen. Der Pat Metheny und den Jaco Pastorius haben sich in Florida auf der Musikschule, auf der Musik-Hey-Schule
kennengelernt. Und du hast, das war so das erste Album, das sie gemacht haben. Pat Metheny natürlich, legendär Karriere, unzählig Albumen von bis. Der Song, den ich gespielt habe, heißt Travels. Und die erste Version davon ist auf diesem Doppelalbum, Live-Doppelalbum, mit dem Titel Travels von 1983, auch noch immer bei ECM, ich war lange bei ECM. Und die flotteste Version für mich ist also auf diesem Album. Pat Metheny Trio, 99 to Double Zero. Du hast den Larry Grenadier Kontrabass und von meinem Lieblings-Jazz-Drummer, der Bill Stewart, auf den Drums. Und von diesem Album habe ich mich für meine Version ein bisschen inspiriert. Ich habe schon Thema gespielt und dann habe ich über die Akkorde, die ich mal vier drum am Looper selber abgeholt und habe improvisiert. Und dann bin ich ein bisschen zurück an Thema gekommen und habe den Schluss auch gemacht. Was interessant und eben steckt, es sind 32 Takt, nur der Form AABA. Dort heißt, der spielt 8 Takt A, dann noch ein Kier 8 Takt A, da könnte B-Deal 8 Takt und dann ist ein Kier 8 Takt just ein A-Deal. Und dann geht es für 4 Runden. Auf den Aufnahmen machen sie immer so, bei einer Cine-Band, das Thema wird die erste Form 32 Takt gespielt. Und da wird improvisiert, ich werde A, A, B. Und der letzten A spielen sie das Thema. Und da gehen sie an Open Akkorden diese Ausklänge los für den Schluss. Interessant und dem Steck ist auch, dass es, obwohl es eine Instrumentalkomposition ist, fanden euch zumindest, dass der Song, das Steck Songqualität tut. Obwohl er nicht Gesang ist, also der ist wie ein Song. Also ich fand, das ist immer eine Charakteristik von guten instrumentalen Gitarrstecker. Der hat gemerkt, ich habe unter dieser Telecaster gespielt, Fender Telecaster, mein Plektrum. Allerdings spiele ich Jim Dunlop Modell 205 Plektrumen. Die sind der sieht ganz steif, das Diebel sich gut nicht, sie sind relativ solid. Ja. Was ich auch gemacht habe, ich schon nicht mit der Spitze vom Plektrum gespielt, aber schon mit dem Rollendeel, mit dem Dotendeel gespielt. Das geht von der Dato hin probiert, mit der Spitze zu spielen. Oder mit dem Rollendeel geht mir entdecken, warmen Sound dafür das Steck ist das optimal. Und eine andere Besonderheit ist schon sogenannten Hybrid-Picking auf verschiedenen Delen vom Steck gespielt. Das heißt schon Bassnoten, mit dem Plektrum geschlagen und mit den Fangeren die Noten oben drüber. Zum Beispiel. Ja, du siehst, ich schlage hier den Do. Ich schlage schon mit dem Plektrum und ich zupfe nach oben drüber mit den Fangeren. Die Noten, die dran kommen. Und da wirst du so Plektrum-Technik, wie gesagt. Wie gesagt, das ist eine Technik, die zu schlagen zu lernen. Es sind viele Gitarristen, die das spielen, aber da kann ich noch immens schnell gehen. Das sind ich noch nicht. Mich interessiert es mehr für Akkorde zu spielen, die da mehr wie bei einem Piano. Von einem Piano ein Akkord spielt, schlägt den. Noten alle gehen mit den Nähen an. Auf der Gitarre von einem Strumming Man ist das nicht möglich. Und Piano klingen sie alle mit den Nähen, wenn sie ausschlagen. Auf der Gitarre klingen sie, egal wie schnell sie strummen, klingen sie immer eng nur der Rahmen. Aber wenn ihr einfach Hybrid Picking spielt, dann klingen sie mit den Nähen. Und das ist für mich den interessantesten Aspekt und der Technik Hybrid Picking. So, mein gemahlener Kollege im Champus, vielmals merci, weil du schön und ich den Pat Metheny kennengelernt Umgangs 80er Jahren durch ein Album, den heißt American Garage, den habe ich bei ihm am Eisleck immer gelauscht hat. Und natürlich bin ich direkt Fan von Pat Metheny Ginn. Ich gebe euch also proposieren, geht mal gucken, was er von ihm so fand. Es gibt auch Sachen am Free Jazz, wo der Pat Metheny in der Weh war.
Aber mit der Pat Metheny Group, da ist alles viel mehr melodiös. Das sind ausgefuchsten Kompositionen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal an den Kommentaren in diesem Video eine Nachricht hinterlassen, wenn ihr daran interessiert seid, dass ich euch den einen oder anderen Passage aus dem Stück mir genau weisen, was ich da spiele. Es sind nämlich immens interessante Akkordvoicingen dran. Dann habt ihr Lust, mal einfach einen Kommentar und dann meine ich das an einem nächsten Clip. Also, wie immer, abonniert meinen Kanal, wenn ihr Lust habt, teilt diesen Clip, wenn ihn euch gefällt, liked ihn, wenn ihn euch gefällt, bleibt gesund, keep cool.